Vor über 30 Jahren wurden die ersten Anfänge in der elektrochemischen Grundlagenforschung an der Universität Ulm gemacht. Gleichzeitig wurde damals am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, dem ZSW, mit Forschung an Batterie- und Brennstofftechnologien begonnen. Inzwischen arbeiten hier auf dem Campus Oberer Eselsberg mehr als 400 Wissenschaftler an verschiedenen Aspekten und Herausforderungen der elektrochemischen Energiespeicherung und Umwandlung. Und mit diesen Aktivitäten und diesem Umfang ist der Obere Eselsberg einzigartig in Deutschland oder in Europa und konkurrenzfähig mit den entsprechenden Aktivitäten in den USA und Asien. In diesen gesamten Forschungsaktivitäten decken wir die gesamte Wertschöpfungskette von der elektrochemischen Grundlagenforschung über die Batterieforschung am HEU und im Exzellenzcluster Polis bis zur industrienahen Forschung und der Entwicklung von Produktionstechnologien für Brennstoffzellen und Batterien am ZSW ab. Wir stehen hier im HEU vor einer sogenannten Ultrahochvakuumanlage, in der Elementarprozesse an Grenzflächen zwischen Elektronen und Elektrolyten in Batterien erforscht werden. Untersuchungen an komplexen Apparaturen wie diesen hier stellen nicht nur herausfordernde Forschungen dar, sondern sie liefern auch einen wichtigen Beitrag für unsere zukünftige Energieversorgung auf einem innovativen und nachhaltigen Niveau. Und das erbringt eine extra Motivation für unsere jungen Mitarbeiter, aber auch für die erfahrenen Kollegen. Das ZSW, das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, ist eine Stiftung des Landes Baden-Württemberg und seit 30 Jahren unterwegs an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie. Das ZSW hat zwei Standorte, einen Standort in Stuttgart und einen Standort in Ulm. In Stuttgart kümmern sich die Kollegen primär um Photovoltaik, als auch um Wasserstofferzeugung, und sie beraten auch die Landes- und die Bundesregierung in energiepolitischen Fragen. Am Standort hier in Ulm kümmern wir uns primär um Energiespeicherung und Energiewandlung, also um Batterien und Brennstoffzellen. Sie sehen hinter uns einen sogenannten Beschichter, in dem wir hier Elektrodenbänder beschichten, wie sie in der Lithium-Ionen-Batterie verbaut werden. Die Beschichtung, wenn sie abgeschlossen ist, wird nochmal verdichtet in einer zweiten Anlage, die hier steht. Und Sie erhalten dann ein hochverdichtetes, energiereiches Produkt, was Ihnen in der Batterie eine große Reichweite im Fahrzeug garantiert. Wir setzen hier Materialien der aktuellsten Generation ein, in diesem Fall kobaltfreie Materialien. Das Schöne ist, damit können wir auch Kosten sparen, denn Kobalt ist sehr teuer. Und wenn wir das alles richtig machen, erhalten wir Batterien zu geringeren Kosten, die es dann den Fahrzeugen auch ermöglichen, größere Reichweiten darzustellen. Sprich, sie können einfach weiterfahren mit einem Fahrzeug, für das sie weniger bezahlen müssen. Diesbezüglich sind wir einzigartig. Nicht nur in Baden-Württemberg, sogar in ganz Deutschland und Europa, denn Anlagen dieser Art gibt es sonst nirgends. Das ZSW hat die gesamte Bandbreite an Materialien und Anlagen zur Verfügung, um diesen Technologietransfer von der Uni in das reale Leben in kurzer Zeit bewerkstelligen zu können. Das Helmholtz-Institut Ulm wurde gegründet als neues Center of Excellence in Deutschland von den beiden Partnern Karlsruher Institut für Technologie und der Universität Ulm, zusammen mit zwei weiteren assoziierten Partnern, dem ZSW hier in Ulm und der DLR in Stuttgart. Unsere Aufgabe ist es, neue Speicherprinzipien zu erforschen, mit denen bessere Batterien gebaut werden können, die kostengünstiger, leistungsfähiger und sicherer sind und die auf einer nachhaltigeren Materialbasis beruhen.
Aufbauend auf dem Erfolg des HIU haben sich die Partner in Ulm und Karlsruhe dazu entschlossen, ihre Zusammenarbeit auszuweiten. Und sie haben im Jahre 2018 eine große Forschungs- und Entwicklungsplattform gegründet namens CELEST, das Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe. CELEST ist im Bereich der Batterieforschung eine der größten Plattformen dieser Art weltweit. Die Forschungsplattform initiiert neue Projekte und hat bereits erste Erfolge vorzuweisen. Eines davon ist der erste und bisher einzige Exzellenzcluster für die Batterieforschung in Deutschland namens POLIS, Energiespeicherung jenseits Lithium. Ein weiterer Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsplattform CELEST ist die Mitarbeit an zentraler Stelle im europäischen Flaggschiff Batterie 2030 Plus. Hier arbeiten wir an völlig neuen Methoden zur Materialforschung, die uns ermöglichen sollen, mittels autonomer Robotik und künstlicher Intelligenz eine Beschleunigung der Materialentwicklung bis um den Faktor 10 zu erreichen. Das wird alles gemacht hier in diesem Gebäude, was die Universität Ulm uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Wir haben hier Chemie, wir haben Physiklabors und Sie sehen hier den Aufbau dieser autonomen Robotik, die demnächst in Betrieb genommen werden wird. Grid points from your code. In der Tat forschen wir im Exzellenzcluster POLIS an Post-Lithium-Batterietechnologien, die zum Beispiel auf Elementen wie Natrium und Magnesium beruhen. Und die Schwäbische Alb besteht zum großen Teil aus Dolomit, was nichts anderes als Calcium-Magnesium-Carbonat ist. Das heißt, wir könnten die grundlegenden Elemente, die wir für diese Batterietechnologien brauchen, direkt vor der Haustür abbauen und hätten einen freien Blick zur Nordsee von hier.